Es war eine äußerst neblige Angelegenheit, das Training der Speedmannschaft der Herren und dem Technikerteam der Frauen vorgestern am Stilfser Joch. Die Knebelschwaden zogen über die eigentlich sehr gut präparierten Pisten, dazu ein Mix aus Regen und Schneefall. Einer, dem das Wetter so ziemlich egal ist, das ist Christoph Innerhofer. Der Super-G-Weltmeister ist froh, dass er trotz anhaltender Rückenbeschwerden überhaupt trainieren kann. Da ist Nebel und Schneefall wirklich das kleinste Problem. Es geht mir besser wie im Sommer. Es geht mir deutlich besser wie im Sommer, weil eigentlich schlechter sind wir gekennzeichnet. Aber es fällt schon ziemlich, dass ich kann sagen, dass es mir gut geht und dass ich einfach kann sagen, dass ich topfit bin. Ich muss sagen, 30-40% fallen mir sicher noch, dass ich die maximale Leistung abrufen kann. Und vor allem, was das Problem ist, im ersten Tag, im zweiten Tag geht mir es halbwegs gut und den dritten und den vierten geht mir es eher schon wieder sehr schlecht. Deswegen, ja, ich hoffe einfach, dass man es in den nächsten Wochen noch verbessert und dass ich kann vor den Clues weg dabei sein. Wegen der anhaltenden Schmerzen war und ist nur ein sehr eingeschränktes Training möglich. Mittlerweile habe ich 10 Skitage in die Tore, ist ungefähr vielleicht ein Viertel im Vergleich zu den anderen. Heute werde ich wieder heimfahren, nach dem zweiten Tag, weil ich einfach wieder mehr Wehr habe. Nächste Woche werde ich nach Dinje fahren, schauen wir mal, wie es eben geht. Und nach Kanada werde ich sicher unreisen. Wenn ich sehe, dass ich mit dem Wehr halbwegs zurechtkomme, wenn ich sehe, dass ich halbwegs dabei bin, werde ich fahren und sonst werde ich nicht fahren. Also die Chancen stehen 50-50 momentan. Kann man sich unter diesen Voraussetzungen überhaupt Ziele für die kommende Saison stecken? Ja, kann man überhaupt von Zielen sprechen? Nein, von Zielen kann man nicht reden, weil ich einfach muss von Tag zu Tag schauen und einfach muss schauen, dass ich das völlig auskuriere. Deswegen ich habe keinen Stress. Ich muss sagen, ich lasse mich auch nicht stressen, wenn es geht. Sonst nehme ich mir ein paar Wochen, einen Monat oder ein paar Monate mehr. Logischerweise war es schön, wenn ich von Anfang an dabei sein kann, aber wenn es nicht geht, dann hoffe ich, dass ich zumindest ab Jänner dabei sein kann, weil mein Ziel ist sicher nicht mehr im Weltcup mitfahren und präsent zu sein, sondern wenn ich mitfahre, dann möchte ich schon gerne vorne dabei sein. Wesentlich besser lief die bisherige Vorbereitung da bei Peter Fill, Werner Hehl, Sigmar Klotz und Dominik Baris. Das Südtiroler Quartett war im September in Argentinien, nun wird auf den europäischen Gletschern am Feinschliff gearbeitet. Mir geht es ganz gut, also ich konnte gut vorbereiten, körperliches Training ist super gelaufen, ich bin gut in Form und das Skitraining ist auch nicht schlecht gegangen. Heuer waren wir in Ushuaia und sind super Bedingungen gewesen. Wir haben oft schönes Wetter gehabt und auch der Schnee war ziemlich gut. Es ist ein bisschen schade, dass wir nicht gekannt haben, viel Abfahrt fahren. Wir sind zwar viel Abfahrt in Ushuaia gefahren, aber nicht richtig mit hohen Geschwindigkeiten und Sprünge und alles, aber im Großen und Ganzen haben wir ein ganz gutes Training gehabt. Besonders die jungen Rennläufer haben in den bisherigen Trainings voll und ganz überzeugt, wie Peter Fill erklärt. Ich glaube, im größten Schritt hat heuer sicherlich der Klotz gemacht, von mir aus gesehen. Baris ist allem eigentlich auch ziemlich schnell und der Werner ist auch wieder ein bisschen schneller als wie das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre. Und es sind eigentlich alle, was ziemlich gut fahren. Also ich komme für schaut ganz gut aus. Na, wissen tut man es nie, wir haben noch nie einen richtigen Vergleich gehabt mit anderen Mannschaften. Deshalb werden wir kurz vor den ersten Rennen haben und bei den Rennen wissen wir noch sowieso, wie es ausschaut. Sigmar Klotz bestätigt, dass er bisher eine Top-Vorbereitung hatte. Ich habe gut trainiert und bei den Zeiten eigentlich ziemlich viel dabei. Und ja, schauen wir mal. Mal bis neu. Stimmt alles, es geht alles nach Plan und zählen tut es noch einfach bald die Rennen. Für die Rennen nachher sollte man auch viel dabei sein. Mit welchen Zielen gehen die Jungspunde Klotz und Baris in die Saison 2012-13? Ziel ist halb Steckerl und ich werde schauen, als der 14. dass ich einmal einkomme. Du, vielleicht ist mal ein Sieg drin, aber halt Podium nehmen möchte ich gerne kommen, das ist mein Ziel. Und einfach die Saison bestätigen in der Abfahrt, was das letzte Jahr gemacht haben, das Konstante. Und dem Super-G einfach einen Anschluss zu finden in die 30, kommen oder in die 20. Ich würde mich gerne in die ersten 30 mal mindestens in einer Disziplin festigen und Weltmeisterschaften sein. Das war halt auch ein großes Ziel, wenn ich zu einem Kampf dabei sein. Werner Hehl will heuer Daten sprechen lassen, wohl deshalb verzichtete er auf ein Interview. Während die Speedasse auf ihren ersten Einsatz in Beaver Creek noch ein wenig warten müssen, geht es für die Techniker bereits in knapp 2 Wochen beim Weltcup-Auftakt in Sölden mit einem Riesentor auf los.
Mit von der Partie werden aller Voraussicht nach Manuela Mölk, Denise Carbon und Lisa Agerer bei den Frauen sein. Dieses Trio bereitete sich am Stilfser Joch unweit der Männerpiste auf den ersten Saisonhöhepunkt vor. Wenn ich die letzten zwei Jahre sieg, bin ich nie reingekommen in den ersten Lauf. Deswegen ist das Ziel aber mal sein, bis ins Ziel zu kommen. Sonst große Ziele ist schwierig heuer zu sagen. Es ist heuer sicher ein spezielles Jahr, durch den das Material ziemlich wie anders geworden ist. Kann man noch nicht genau sagen, wie es geht. Beim Training oft einmal geht es gut, oft einmal wieder nicht so gut. Richtig losgehen tut es in Sölden eigentlich nie, wie ich es gerade gesagt habe. Sölden ist immer so ein Vergleich, man weiß nicht genau, wo man steht und wie man drauf ist. Ich möchte mein Bestes sagen, ich möchte das sagen, was ich im Training gezeigt habe teilweise. Und ja, ich möchte mal überhaupt reinkommen, weil Sölden habe ich jetzt zweimal gemacht und nie ein Ziel gesehen. Und darum möchte ich mal reinkommen und schauen, wie es geht. Mit der Saisonvorbereitung sind sowohl Lagerer als auch Carbon sehr zufrieden. Beide mussten sich im Sommer aber ein neues Material im Riesentorlauf gewöhnen. Es ist schon anders, dass eben der Ski weniger tailliert ist, dass er einfach mehr Meter braucht, um die Kurve zu machen. Er macht die Kurve in 30 Meter und nicht mehr in 23 Meter, wie wir es früher getan haben. Und der Unterschied ist eben auch, wenn man wie ein Sport run ist, dass man nicht mehr einen kleinen Radius machen kann. Und vor allem, wenn die Geschwindigkeit tief ist, dass man langsam ist, dann kann es halt passieren, dass man umkugeln kann, weil der Ski eben noch wie außen geht und nicht schon unter einen rein. Agerer war im vergangenen Winter der Shootingstar des italienischen Skiteams. Welche Ziele hat sie sich für die kommende Saison gesteckt? Die Ziele für mich persönlich stecken sie relativ hoch, weil ich letztes Jahr eine gute Saison gehabt und ich weiß, dass ich im Riesentorlauf ziemlich weit vorne mitfahren kann. Ich weiß auch, dass ich in Supertune abfahrt, einen guten Schwung fahre und ich möchte einfach das sagen, was ich im Training sage. Und wenn das passt, dann bin ich zufrieden. Zufrieden mit der Arbeit seiner Mädchen ist auch Frauencheftrainer Raimund Blanker. Die Arbeit geht voran. Leider Gottes hat es ein paar Verletzungen gegeben in letzter Zeit. Die Schnarf Johanna hat sich das Kreuzband gerissen in Ushuaia. Und die Mölk Manuela ist sehr wenig Ski gefahren. Sie plagt sich immer noch mit Rückenschmerzen und kann also nur bedingt trainieren. Sonst geht es den anderen Südtiroler Mädchen gut. Südtirols Skifans können sich wieder auf einen spannenden Weltcup-Winter freuen, der in knapp zwei Wochen in Sölden beginnen wird. Und wenn möglich, mit den heimischen Skiassen in den Hauptrollen.